Ja, vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wenn wir verbinden ja Preise immer mit einem Nutzen. Wenn ein hoher Nutzen da ist, dann bin ich auch bereit, einen hohen Preis zu bezahlen. Da fällt mir immer dieses Gleichnis ein von einem Menschen, der einen Fisch zu schnell gegessen hat. Die Gräte bleibt im Hals stecken und er geht wimmernd zum Arzt. Der Arzt befreit ihn von dieser Gräte und dann fragt ihn der Mann: Lieber Arzt, was bin ich dir jetzt schuldig? Und da sagt der Arzt: Gib mir das, was du bereit warst, mir zu geben, als die Gräte in deinem Hals war. Da sagt er: Oh, das ist schwierig, das kann ich nicht, dann bin ich bankrott. Also von daher gibt es sicherlich Produkte mit einem hohen Wert und trotzdem sind sie dann nicht ihren Preis wert. Und wo wir uns dann darüber unterhalten müssen, ist die Frage, ist die Diskussion, die im Moment gerade angezettelt wird und in Europa ausgegangen ist von der Schweiz, das sogenannte Value-Based Pricing oder Value-Based Healthcare, Value-Based Procurement, ob das ein möglicher Weg ist, um uns aus der Krise zu führen. Mir geht es in dem Vortrag eigentlich darum, dass wir uns mal darüber unterhalten, was Value-Based Healthcare eigentlich ist und was es nicht ist. Ich möchte Ihnen auch unterschiedliche Beispiele mal bringen, wie man Mehrwerte berechnen kann oder eben auch nicht berechnen kann. Es soll mir aber auch gehen um die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit wir überhaupt in eine solche Diskussion um Value-Based Healthcare eintreten können. Was ist der Hintergrund, wie ist die Ausgangssituation? Nun brauchen wir nicht lange darüber zu reden. Wir haben einen Fachkräftemangel, der dazu führt, dass unsere Krankenhäuser bis zu 30% ihrer Kapazitäten gar nicht wahrnehmen können, weil uns einfach das Personal fehlt. Das heißt, wir müssen weiterdenken und müssen in die Prozesseffizienz hinein investieren. Das heißt, unsere Prozesse müssen mit weniger Ressourcen auskommen. Wir müssen digitalisieren, alle diese Dinge tun. Das kostet Geld. Wir wissen aber nicht, wo das Geld herkommt. Dann kommt noch eine weitere Konsequenz dazu. Wir müssen immer mehr über das Thema Nachhaltigkeit reden. Die Krankenhäuser gehören ja zu den großen CO2-Emittenten auf der Welt. Wir gehen davon aus, dass gerade die Krankenhäuser, der Gesundheitsbereich etwa 5,4% der kompletten Emissionen auf der Welt beiträgt. Also das heißt, das ist schon ein wichtiger Punkt. Dazu kommt natürlich die Frage, wie sollen wir bei diesen ganzen Mängeln, die wir haben, auch noch ein Patienten-Outcome rechtfertigen bzw. sicherstellen. Und es geht um die Frage, wie können wir unser Gesundheitssystem weiterhin so aufstellen, dass es sicher ist, dass die Verfügbarkeit medizinischer Leistungen gegeben ist. Und da stellt sich immer wieder die Frage nach der Finanzierung, wie finanzieren wir es, können wir das finanzieren, was wirklich einen Wert hat, sollten wir auch das finanzieren, was einen Wert hat und sollten wir dann von anderen Dingen eben Abstand nehmen. Und da sind wir bei der Frage, wie ist die Perspektive im Hinblick auf einen Value-Based Healthcare-Ansatz? Gut, was heißt jetzt Value-Based Pricing? Nun, wenn wir uns das mal anschauen, welche Vergütungsformen es gibt, wir diskutieren im Moment in Deutschland zum Beispiel über sogenannte Regionalbudgets, das heißt also, eine Region bekommt ein bestimmtes Budget. Wie gesagt, es ist eine Diskussion. Auf meine Nachfrage konnte mir keiner erklären, wie die Region zugeschnitten wird, wer in der Region letztlich der Commissioner ist, wer also die Leistungen bestellt, wer die Leistungen erbringt. Es wird auch bisher nicht darüber diskutiert, nach welchen Größenordnungen das Budget bemessen wird und so weiter und so weiter. Genauso ist es bei den Vorhaltekosten. Wir haben eben gehört, welche Probleme es während der Corona-Pandemie gegeben hat. Und natürlich hat sich während der Corona-Pandemie auch gezeigt, dass ein System, was auf Einzelleistungen basiert, auf Mengenorientierung ausgelegt ist, natürlich gerade bei Bewältigung einer solchen Krise fehlerhaft wird. Vollkommen klar. Da helfen Vorhaltekosten weiter, das ist auch klar. Nur wir wissen jetzt nicht, in welchem Umfang wir über Vorhaltekosten finanzieren können und sollen und welcher weitere Umfang dann über DRGs oder ähnliche Entgeltformen abgedeckt werden soll. Nun, wir wissen, es gibt andere Möglichkeiten, beispielsweise Pay-for-Performance, das heißt also, die Bezahlung wird orientiert an der Erreichung eines klinischen Behandlungsergebnisses, das dann mittels Qualitätskriterien dann auch überprüft wird, setzt natürlich eine Risikoadjustierung insbesondere auf Seiten des Patienten voraus. Dann gibt es das sogenannte Bundled Payment, also eine episodenorientierte Vergütung, das sind alle Leistungen gebündelt, die eben
in einer klinisch definierten Episode vorkommen. Dann haben wir als nächstes den sogenannten Capitation-Ansatz. Hier geht es um einen populationsorientierten Bezahlungsansatz. Das heißt, es ist eine Pauschale, die einem Versicherer in Amerika einem sogenannten HMO, einer Health Maintenance Organisation für die Versorgung eines Patienten zur Verfügung steht während eines bestimmten Zeitraums, also ein Jahr in aller Regel. Dann diskutieren wir die Komplexpauschalen, das heißt also die Bezahlung eines definierten Leistungspakets mit Beteiligung mehrerer Sektoren. Wir kennen das in Deutschland mit der sogenannten integrierten Versorgung. Und jetzt kommen auch noch die Hybrid-DRGs dazu. Da geht es um eine Leistung, die überall gleich ist, die soll auch gleiches Geld bringen, unabhängig davon, ob sie nur im niedergelassenen Bereich oder im vollstationären Bereich erbracht wird. Also unterschiedliche Formen, wie ich Preise bestimmen kann und dadurch und daraus ein Entgeltsystem ableiten kann. Gut, gehen wir mal in die Preisbestimmung rein, wenn es Werte geht. Da habe ich auch wiederum unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze zu definieren. Wir wissen das auch aus der Industrie zum Teil. Da gibt es einen Ansatz Company into Market. Das heißt also, ich schaue auf meine Kosten, die ich habe, mache einen Gewinnzuschlag drauf und das ist dann der Preis für mein Produkt. Kann funktionieren, funktioniert aber in Wettbewerbsmärkten meistens nicht. Da habe ich einen Target-Costing-Ansatz, das heißt also ein Marketing-to-Company-Ansatz. Das heißt, ich orientiere mich an den Wettbewerbspreisen und habe eben dann die Möglichkeit, mich ranzutasten. Oder ich gehe in ein sogenanntes Skimming, das heißt, ich beginne mit einem relativ niedrigen Preis beim neuen Produkt und erhöhe dann schrittweise, wie sich mein Markt sichert. Dann kennen wir auch die sogenannten Administered Prices, also die administrierten Preise, wie wir es aus dem DRG-System können. Die sind alle fixiert, die sind vom Staat vorgegeben und da können wir als einzelner Anbieter, als Krankenhaus eben nichts ändern. Und dann haben wir eben gehört, Capitation ist nichts anderes wie ein Preis-Cap, also eine Begrenzung des Preises. Und jetzt ist natürlich die Frage, was spielt in dem Zusammenhang Value-Based Pricing für eine Rolle und was ist das? Nun, Value-Based Pricing, das heißt, der Preis einer Leistung wird bestimmt von den Werteffekten, die von dieser Leistung ausgehen, also von diesem Produkt ausgehen. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten der Betrachtung. Ich habe einmal die Betrachtungsmöglichkeit, eine medizinische Leistung mir anzuschauen und ich habe auf der anderen Seite die Möglichkeit, ein Medizinprodukt anzuschauen. Also das heißt, welche Vorteilswirkung, welcher Werteffekt geht von der medizinischen Leistung aus, also vom Therapieansatz und andererseits, was geht an Vorteilswirkung von einem Medizinprodukt aus. Diese wertorientierte Vergütung, die kann ich jetzt wiederum auch wieder auf zwei verschiedene Arten durchführen. Ich kann das einmal output-orientiert machen, also die Vergütung am Output orientieren. Ich kann auf der anderen Seite das Ganze aber auch Input orientieren. Wenn ich das Output orientiere, rede ich über die medizinische Qualität. Bei Input rede ich über die Strukturqualität. Das sind Unterschiede. Ich rede bei Output-Orientierung über eine Leistung, während ich bei der Input-Orientierung eher über die Kosten rede. Das heißt also mit anderen Worten, ich muss gegenüberstellen einerseits die Patienten-Outcome- und Community-Betrachtung, also das, was in der Solidargemeinschaft passiert und in der Gesellschaft und der Volkswirtschaft. Und auf der anderen Seite muss ich überlegen, welcher medizinische Sachbedarf ist erforderlich, ist nützlich und wie macht sich das bemerkbar in meiner Ausstattung. Gut, schauen wir uns mal die Realität an. In der Realität sieht es leider etwas anders aus. Wir haben gerade eine Studie gemacht zu diesem ganzen Thema. Sie nennt sich Monitoring, Einkauf und Logistik im Krankenhaus. Und da haben wir einfach mal abgefragt, welche Bedeutung hat jetzt eigentlich in der Strategie der Krankenhäuser dieser Wertansatz, diese Wertorientierung. Und da sieht man sehr schön, es ist alles beim Alten geblieben, nämlich die strategischen Prioritäten, die liegen bei der Standardisierung des Portfolios und liegen bei der Digitalisierung und dem IT-Management.
Die Nachhaltigkeit liegt schon auf Platz 8, also ziemlich weit abgeschlagen. Und wenn ich über das Patienten-Outcome, über den Wert für den Patienten rede, dann liege ich auf Platz 17. Das heißt, es hat überhaupt keine Bedeutung. Das heißt, diese Outcome-Orientierung, die direkt auf den Patienten zielt, welche Möglichkeiten ergeben sich für den Patienten als Vorteilswirkung, die von einem Produkt oder von einer Leistung ausgehen, das liegt ganz hinten. Das kann man noch weiterspielen, und zwar, wenn ich mir die Entscheidungskriterien anschaue, dann ist zu 63% ganz vorne der Preis. Also der Preis ist heiß, vor wie nach, ich orientiere mein Beschaffungsverhalten in erster Linie danach. An zweiter Stelle steht die Risikoorientierung oder Qualitätsorientierung, und das Thema Ressourcenschonung, das kommt erst auf Priorität Nummer 8. Das heißt also, auch da ist die Wertorientierung nach hinten gerutscht. Und das können wir auch gleichzeitig weitermachen, wenn ich an das Entscheidungsverhalten denke. Auch da spielt der Preis, die Finanzkonditionen und Draufgaben und so weiter, das ist die Priorität Nummer 1. Alles das, was Patienten-Outcome-Effekte betrifft, geht auf Nummer 4. Und Sie sehen auch schon, die Wichtigkeiten, die Wertigkeiten, die gehen deutlich runter. Und wenn der Einfluss auf in die Umwelt betrachtet wird, dann liegt er nochmal 4 Stufen drunter auf Priorität Nummer 8. So, und dann kommt noch der letzte Punkt, die Entscheidungskriterien in Richtung Carbon Footprint. Das sagen 66% der Befragten, das ist völlig uninteressant für unsere Entscheidungen, wenn es um Beschaffung geht. Und 32% sagen, naja, wir wollen so eine gewisse Ausgeglichenheit haben zwischen Preis, Funktionalität und Outcome für den Patienten. Also das ist so eine typische Antwort, wo man sagt, naja, der weiß eigentlich auch nicht, was er will, der traut sich nur nicht, sich in die erste Kategorie einzutüten. Gut, wir können also sagen, Value-Based Procurement und auch dieses Green Procurement, die sind nicht repräsentiert unter den ersten 3 Prioritäten in einer Strategie des Krankenhauses, und damit ist klar, wo wir eigentlich faktisch stehen. Nun, wenn wir jetzt über Value-Based Pricing medizinischer Leistungen reden, und wir haben ja gesagt, wir haben 2 Aspekte, medizinische Leistungen einerseits und Medizinprodukte andererseits, dann geht es im Wesentlichen um die Frage von sogenannten Pros und Proms, also die Patient-Reported Outcomes und Patient-Reported Outcome Measurements. Das heißt also, ich stelle hier sehr patientenindividuell die Frage, wie geht es dem Patienten und was hat der Patient erlebt? Also die Pros, die gehen eher über das, ich sag mal, über die Wahrnehmung bezüglich Funktionsstatus, Gesundheitszustand, Symptome und Lebensqualität, und die Messinstrumente dafür, um eben die Proms zu erheben, das sind beispielsweise die Erfassung von Schmerzen oder die Erfassung von Funktionseinschränkungen, die der Patient empfindet. Bei den Pres, was habe ich erlebt? Da geht es eher um die Frage, wie bin ich angesprochen worden als Patient, wie war die Kommunikation zwischen Arzt und mir, zwischen Pflegekraft und mir, zwischen den Ärzten und Pflegekräften untereinander, war Kontinuität in der Behandlung und wie hat es mit der Koordination, sprich also der Steuerung durch die Patientenreise geklappt. Die Messinstrumente, das sind im Wesentlichen dann eben Fragebogen, die die Zufriedenheit und die Weiterempfehlungsbereitschaft abfragen. Aber natürlich haben wir auch, jetzt sage ich mal, eher härtere Möglichkeiten des Vergleichs. Wir können also Kostenvergleiche durchziehen. Wir können den Nutzen erfassen, das wird schon sehr, sehr schwierig, weil wenn ich den Nutzen erfasse, hätte ich die Grundlage, um dann sogenannte Qualis auch abzuleiten, was ausgesprochen schwierig ist und in der Praxis mit großen Schwierigkeiten verbunden ist. Beispielsweise kann ich abfragen das Rezidivrisiko alternativer Behandlungswege. Ich kann aber auch Scores abfragen wie Staffelstein-Score in der Orthopädie oder Bartel-Index in der Neurologie. Also alles das sind Möglichkeiten, die mir an der Stelle helfen, um medizinisch orientiert diesen Outcome-Effekt zu erfassen. Wenn ich jetzt auf die Produktseite gehe, da wird's insofern lustig, in Anführungszeichen, weil jetzt muss ich ja für das Produkt
unmittelbar bezahlen und ich habe in aller Regel unterschiedliche Preise. Und ich gebe Ihnen jetzt einfach mal zwei Beispiele aus dem Haus, aus dem ich komme. Das ist ein Herzzentrum, Herz-Lungen-Zentrum, und ich habe dort mal zwei Produkte rausgegriffen, mit denen wir es jeden Tag zu tun haben und bei denen wir auch jeden Tag entscheiden müssen, kaufen wir jetzt das Produkt von dem Hersteller oder von jenem Hersteller oder gehen wir sogar eine völlig andere alternative Art der Behandlung hinein. Das eine betrifft einen sogenannten Okluder, der wird eben eingesetzt bei einem persistierenden Foramen ovale, in aller Regel dann, wenn das ein Patient ist, der einen Schlaganfall hatte, einen kryptogenen Schlaganfall hatte und bei dem gleichzeitig als Nebendiagnose ein PFO festgestellt worden ist. Und das andere ist eine Gefäßprothese, die eingesetzt wird bei kritischer Extremitätenischämie, also bei einem PAVK-Ansatz, das heißt also die berühmte Schaufensterkrankheit, die der Patient eben hat. So, gehen wir mal in das erste Produkt hinein. Da gibt es mehrere Möglichkeiten der Therapie. Die erste Möglichkeit ist, ich habe eine reine Medikationstherapie. Ich gebe also dem Patienten Thrombozytenaggregationshemmer und nach dieser Therapie geht er eben dann in die Anschlussheilbehandlung, sprich in die Rehabilitation. Zweite Möglichkeit ist, er bekommt eine Medikationstherapie und beim gleichen Krankenhausaufenthalt gleichzeitig den PFO-Verschluss mittels dieses Okluders und anschließend die AHB. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, er bekommt erst die Medikationstherapie, dann geht er in die AHB, anschließend bekommt er den PFO-Verschluss mit dem Okluder und geht nochmal in die AHB rein. So, und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was ist jetzt, wenn ich diese unterschiedlichen Ansätze vergleiche? Nun, der mittlere Ansatz wäre eigentlich der ideale, weil er hat einen klaren Mehrwert für den Patienten. Die Wirtschaftlichkeitseffekte im Gesundheitssystem sind nachweisbar, aber jetzt kommt der Punkt, für das Krankenhaus ist es ein Verlustgeschäft. Das heißt, es sind komparativ hohe betriebswirtschaftliche Kosten mit verbunden. Die könnte ich umgehen, wenn ich ein alternatives Produkt nehme, was in der klinischen Evidenz nicht so gut ist, oder wenn ich in eine andere Therapieform gebe, nämlich beispielsweise, wenn ich in die Therapieform 1 hineingehe. So, jetzt wollen wir das nochmal anschauen. Ich habe mir nochmal die Daten aus der Studie rausgeholt, die wir gemacht haben. Wenn Sie jetzt die Option 1 nehmen, also die reine Medikationstherapie, dann haben Sie Qualis, die liegen so bei 2,67. Die Kosten dieses Verfahrens, die liegen etwa bei 4.600 Euro. Und das Rezidivrisiko, also das Risiko, dass der Patient wieder einen Schlaganfall bekommt, liegt bei etwa 20%. So, jetzt gehen wir in die Option 2 rein. Bei der Option 2, da habe ich ein Quali von 3,72, vorher hatte ich 2,67, also deutlich höher. Die Kosten liegen allerdings doppelt so hoch bei etwa 8.700 Euro. Das Rezidivrisiko, Sie wissen, vorher waren es 20%, ist jetzt 4,7%. So, und wir haben zusätzlich noch die Odds-Ratio ermittelt, gerade für den zweiten Ansatz, die lag bei 6,5, das heißt also übersetzt, für den, der mit der Statistik nicht so vertraut ist, es ist die 6,5-fach höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Patient, der so behandelt wird, keinen Schlaganfall mehr bekommt, also kein Rezidiv mehr bekommt. So, und jetzt können Sie sich überlegen, wo liegt der Vorteil? Der Vorteil liegt eindeutig bei diesem Therapieansatz 2. Er ist im Vergleich zum Therapieansatz 1 mit einem hohen Beitrag für den Patienten verbunden. Und wenn Sie das in die Community hochrechnen, vermindern Sie ja auch das Schlaganfallereignis in Zukunft. Das heißt also, Sie vermindern auch dadurch Kosten, die in Zukunft anfallen könnten. Mit anderen Worten, das wäre der Ansatz der Wahl. Er hat nur einen Nachteil: Das Produkt, was Sie dafür kaufen, das ist so teuer, dass Sie eben als Krankenhaus bei diesem DRG einen Verlust machen. So, und jetzt stehen Sie vor der ethischen Frage, tue ich was Gutes für den Patienten und für die Community, sprich die Solidargesellschaft, und schädige mein Haus, das muss ich dann irgendwie wieder rausholen durch andere Eingriffe, oder mache ich es gleich richtig für den Patienten
Oder, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, brauchen wir ein anderes Vergütungssystem. Und das ist der Ansatz. Unser Vergütungssystem ist an dieser Stelle kontraproduktiv. Punkt. Zweiter Ansatz, das ist das nächste Produkt, was bei uns auch eingesetzt wird, das sind diese heparinisierten Gefäßprothesen. Und da ist im Grunde der gleiche Effekt. Wir haben einen Mehrwert für den Patienten, weil nach Studienlage ist es so, dass 22% mehr Patienten eine offene Prothese aufweisen nach 3 Jahren. 22% mehr. Das ist eine deutliche Ansage. Wir haben 28% weniger Amputationen und 30% weniger Reinterventionen. Das heißt also, ich habe einen klaren Mehrwert für den Patienten. Ich habe auch hier einen Wirtschaftlichkeits- und Outcome-Effekt im Gesundheitssystem. Aber im Krankenhaus selbst mache ich einen Verlust. Das heißt also, viele Häuser, oder ich sage mal, das eine oder andere Haus dürfte jetzt geneigt sein, diese Gefäßprothesen eben nicht einzusetzen, weil sie sagen, die sind einfach zu teuer, ich setze eben die nicht heparinisierten ein. Gut, dann muss der Patient eben etwas früher wieder zur Reoperation kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist eben relativ hoch, dass er zweimal einbestellt werden muss. Es könnten böse Zungen sagen, die betriebswirtschaftlich orientiert sind, ja, ist ja super, dann habe ich ja einen zweiten Eingriff innerhalb von 5 Jahren und mache nochmal zusätzlichen Gewinn. Ist ja ganz toll. Ja, also wenn wir so anfangen zu denken, dann können wir unser Gesundheitswesen gleich abschließen. Fassen wir also zusammen, es geht darum, dass wir Wert festlegen, Wert definieren und Wert aus meiner Sicht besteht einerseits darin, den Patientennutzen klar zu umreißen, den Anwendernutzen auch klar zu definieren. Dazu gehört auch für mich zum Beispiel der Nutzen für den unmittelbaren Anwender, also für den Operateur zum Beispiel. Es geht um den Krankenhausnutzen, der damit verbunden sein kann und es geht um den sogenannten, ich habe es mal Gemeindeeffekt genannt, das ist der gesamtwirtschaftliche Effekt auf der einen Seite und ist der Effekt für die Solidargemeinschaft auf der anderen Seite. Gut, gehen wir auf die Erkenntnisse und Empfehlungen beziehungsweise was ist sinnvoll vor diesem Hintergrund. Nun, wenn ich Value-Based Pricing betreibe, dann habe ich sicherlich die Möglichkeit, mich auf Produkte zu konzentrieren, die einen Vorteilseffekt für Mitarbeiter, Krankenhaus und Gemeinde haben. Ich kann auch davon ausgehen, dass dadurch strategische Partnerschaften mit sehr leistungsfähigen Anbietern aus der Industrie gefördert werden. Es wird durch diese Zusammenarbeit auch die Versorgungssicherheit verbessert und in diesem Zusammenhang auch kann dort ein Beitrag erreicht werden zur Vermeidung von Lieferabrissen bei solchen Produkten. Allerdings, und das sind für mich die Hauptrestriktionen, wir brauchen dazu ein zielkonformes Anreizsystem. Wir brauchen eine Vergütung, die auch einen Anreiz gibt für ein wertorientiertes Verhalten und einen wertorientierten Einkauf. Das heißt also, ich muss den Wert auch refinanzieren im System, was heute nicht der Fall ist. Ich brauche Pilotprojekte mit einer Begleitung in Richtung Health Technology Assessment, wird auch so gut wie nicht gemacht. Und ich brauche möglicherweise auch in der Übergangszeit solche Health Technology Assessment Preise, die also mal pilotartig einen Preis setzen, der dann auch dazu führt, dass solche Produkte bevorzugt eingesetzt werden. Was ich aber auch brauche ist, ich brauche eine klinische und epidemiologische Evidenz. Wenn ich die nicht habe, kann ich alles das, was ich Ihnen hier mit den beiden Produkten gezeigt habe, nicht weiterführen und ausrollen. Und daran wird im Moment das Ganze, ich will nicht sagen scheitern, aber sehr erschwert. Einfach deshalb, weil wir in vielen Bereichen diese klinische und epidemiologische Evidenz noch nicht haben. Und zum Zweiten haben wir eben, wie gesagt, nicht das Refinanzierungssystem, was dringend geändert werden müsste. Und das wäre vordringlich zu ändern vor dem, was im Moment an Reformgesetzgebung vorgesehen ist, insbesondere in Deutschland. Ja, an dieser Stelle muss ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß, das ist ein harter Tobak, hier sich in die Details reinzufriebeln. Es sind in der Tat die Niederungen der Realität. Ich erlebe das halt bei uns im Haus jeden Tag. Und wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.